Hi und servus liebe Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Platin, der Hunter Call of the Wild, wieder mit mir, ja. Und ja, wir haben ja theoretisch noch die Mission mit allerdings zwei Dammhirsche etc. bla bla bla. Aber das ist mir jetzt gerade erstmal egal, weil, ich ja in dem Fall erstmal ja die Karte switchen werde. Zwar sieht man das ja hier, ne? Werde jetzt einfach mal darüber gehen, zu der anderen Map. Und dann schauen wir einfach mal, was da hier für Hauptmissionen sind, etc. Pipapo, dass ich da mal vielleicht wieder ein bisschen rankomme. Auch an die Levels und Kohle und schlag mich tot alles generell. Genau. So. Trotzdem probiere ich jetzt hier mal noch den Last Hit mal hinzukriegen hier. Mit dem letzten Schuss Muni da. Ja. Und dann sehen wir da weiter, wie das hier ist. Ja, ne? Deswegen mal gucken, was da so alles ist. Made it here in one piece. Welcome to the untamed wild. Ja, that is us in America. Lock, but everyone calls me Doc. I'm the warden up here, and I know just about every nook and cranny of this place. I heard this is your first time in the Pacific Northwest and Lake District. Well, this here's the best hunting reserve you'll find in 100 miles. I've been hunting here my whole life. And I still don't get tired of this place. So, ich würde, dass das Tier auferlege ist und verwerte es. Das klingt schon mal einfach, das nehmen wir an. Go ahead, look around. There's a lot to discover around here. Not just the big game. Let's see so. What you can do. Try to find an animal track around here. Okay. Alles geht ja. Genau, der Berg, den ich meinte, ist der hier. Und wenn du ganz hier oben stehst, dann musst du komplett hier rüber auf diese Seite zielen. Und das sind 400 Meter. Also von direkt, wenn du hier oben stehst, hier rüber. Das sind 411 Meter. Da. Und da, na, musst du treffen. So, ja, alles klar. Also, das ist auch so die neue Map. So viel zu der 400 Meter Trophy, so by the way noch. Aber da braucht ihr eh noch eine Weile, weil ich hatte die ganzen Skills und so weiter drunter nicht. Ja, genau, passt. Skills werden übertragen. Ideal. Inventar auch. Ja. Was ist das? Schwarzwedelhirsch? Euler. Okay, warte mal. Der hört sich ja böse an. Sehe ich da irgendwas? Gut, ist aber natürlich hier für die Region. Weil es gehen gar keine Tröten irgendwie. Und Zeug. Alter. Wieso starte ich auch schon wieder? Der nimmt die Uhrzeit mit. Okay, dann nimmt wirklich 1 zu 1 alles mit von der anderen Karte. Ja. Gut, ich weiß natürlich überhaupt gar nicht, wie hier die ganzen Viecher aussehen, aber ich schätze mal, Hirsch ist Hirsch. Hirsch ist Hirsch. So, da soll es wohl keine so gravierenden Unterschiede geben, glaube ich. Ja. Also bei Bär oder so. Weißwedelhirsch. Hä, das war doch gerade ein anderer, oder? Läuft da was? Nee. Unsterblich. Ja gut, spätestens wenn du mit der Magnum um die Ecke kommst, dann sollte es eigentlich Feierabend sein. Sollte. Gut, da stehe ich jetzt halbwegs direkt im Wind. Das ist natürlich doof. There should be a track nearby. Ah. Gut, es dürfte jetzt ja gerade dieser Weißwedelhirsch da sein, ne? Ja. Alter. Schwarzwedelhirsch. Ja. So habe ich heute Mittag kurz mal auch gehört. Scheiß Bäume. Hä.
Doch nicht. Der will mich doch jetzt verarschen, oder? Schwarzbär? Da ist er. Hä? Schießt ja ein Tier? Sag bloß, er hat jetzt hier getroffen und der ist down. Warte mal. Sicherheitshalber. Oh. Okay, so viel dazu. Alter. Ah. Gut, aber das war nur ein kleiner. Deswegen stand er dann extrem leicht. Und das war so auch extra leicht. In den Arsch. Okay. Ja, extrem leicht. Ja. 73,99 Kilo. Ja, ist echt nur kleiner gewesen. Okay, aber da ist selbst auch da schon 3 Schuss, ne? Gut, eine Mission ist fertig. So, was haben wir jetzt hier gekriegt? Topografische Exkurse. Besuche einen Aussichtspunkt. Alles klar. Trifft sich gut, weil der ist eh da oben. Gut, also ein Bär haben wir jetzt auch schon mal. Zumindest Schwarzbär. Einen kleinen. Eine kleine, genau gesagt. Warte mal, sehe ich jetzt hier noch irgendwo diesen Hirsch? Nee, ne? Der wird jetzt 100 pro weggerannt sein. Ah, ne, komm. Da wird es bestimmt hier noch andere geben hier. Ja. Und jetzt sehen wir 3 Schuss trotzdem, ne? Ah ja. Ich brauche definitiv hier größeres Kaliber. Also das ist jetzt hier Schwarzwedelhirsch, Weißwedelhirsch und Schwarzbärtreff. Mehr oder weniger Treff, also hier kurz sehe, ne? Das ist hier, oder kurz gehört habe. Ne. Losung sehr frisch, Schwarzwedelhirsch. Gut, sehr frisch ist er nach, gerade eben. Naja, ist ja schon ein bisschen länger her. Weißwedelhirsch Warnruf, ja. Sehe ich hier irgendwas? Nee. Nee. Der ist so 100 pro genau hinter diesen fetten Tannen da. Ja, guck mal, da wäre eh so ein Fragezeichen. Jetzt können wir eigentlich. Da ist er doch. Gleich mitnehmen. Trivial. Ja, gut. Der ist noch niedriger, macht aber nichts. Scheiße. Wie kann ich denn da daneben schießen? Zäh fix. Na. Ah. Oh, hat es getroffen, den, ne? Ne. Sonst wäre ja schon eine Blutspur. Ah, da behaupte ich jetzt mal, der ist weg. Oh Mann, wie ich den daneben simmeln kann. Naja, gut, wir haben jetzt noch 6 Schuss. Da vorne gerade mal der Aussichtspunkt. Noch habe ich ja keine Ahnung hier, wo ein Außenposten ist.
Also die 104 EP nehmen wir natürlich mit. Ah, na, hier sind Zugleise. Ah, die Map gefällt mir bisher auch ganz gut hier. Hä? Obwohl, muss ich jetzt irgendwie gerade wieder nach einem Schwarzbär gucken. Aber hier sehe ich keinen. Ja, ist bestimmt da hinten hinter der Kuppe da, wo ich jetzt gerade nicht sehe. Alter, diese Kacknebel immer noch halbwegs dabei, ne? Ne. Hä? Warnruf. Hä? Also, das soll gar nicht so weit weg sein. Da unten. Ah, okay. Ach, wisst ihr was? Warte mal. Jetzt hast du die ganze Kuppe, da steht direkt vor mir, das wär's noch. Ach, immer in die falsche Richtung, Mann. Ne, das ist auch nicht. Gut, Schwarzbär in der Nacht ist natürlich scheiße. Ja, der wird weggelaufen sein. Schade. Naja, ich muss ja auch nicht unbedingt das gerade wieder drauf anlegen hier. Hä? Na, sehen tue ich nicht wirklich was. Keine Ahnung, wo der ist. Naja. Aber gut, Bären gibt es ja anscheinend an Mass. Könnte natürlich gut sein, durch Hochsleveln oder so, ist dann wesentlich geiler. Weil es ja wieder schneller geht. Also erstmal die easy Mission machen. Aussichtspunkt ist eigentlich gerade schwer, danach kommt 100% wieder der Außenposten. Dann hast du gleich anfangen dann, wie bei der anderen Karte. Ja, und hat jedes Mal noch 1000 Geld obendrauf. Ist auch nicht so verkehrt. Naja, vielleicht sehe ich den ja von hier oben, glaube ich, so als weniger, aber. Ne. Der Ort direkt darunter sein. Hell. So. Old, I'm telling you. From up here, you can see a lot of great hunting spots in the area. Valmont's not only where Hope set up camp, it's also famous for the railroad bridges along the old North Pacific line. Keep an eye out for them if you can in between blacktail hunting. Or why not use them as vantage points? I once bagged a whitetail from the Runaki Bridge. Be sure to stop by one of the outposts. You can find pretty much anything you need there. Hm? Da war er doch. Ja, er sitzt hinter dem Baum, deswegen sehe ich ihn immer. Da.
Sag bloß, es war One-Shot. Okay, Moment. Ja, 20 Minuten später ist man mit dem Turm auch unten. So. Also wenn ja, dann muss ich mir die Stelle merken. Da war es 100% wieder Lungenschuss. Ja, da unten liegt er noch. Lol. Oder die ideale Distanz jetzt. Das könnte natürlich auch gewesen sein. Oh oh. Sein Bruder. Werden die jetzt sauer oder sowas, wenn die das mitkriegen? Ha. 107 Kilo Muskel-Brustwirbelsäule. Ja, okay, das ist natürlich auch Game Over, ne? Okay. Ha, nice. Gut, Alter. Dann ist mal dein. Moment, ich kann ja kurz den letzten Schuss da nochmal reinmachen, ja. Ah, die 270er Winchester, nice. Genau, aber dafür habe ich keine Kohle. So, also wenn, dann bräuchte ich hier irgendwo was Leichtes. Auch wieder. Achso, halt mal, warte mal, was war das jetzt hier? Besuche einen aus Boston, genau, gut, passt. Warte mal, wie heißt der Typ nochmal? Colton Locke, ja, genau. Das passt. Und das sind die Story-Missions hier, die Trophäen da dazu, echt. Hä? Ach, ein Coyote. Auf, Quatsch, hier aufgeteilt auf die zwei Maps. Warte mal, für Coyote haben wir doch theoretisch das hier mit, ne? Das zählt doch, glaube ich, auch dazu. Moment, das muss ich gerade noch mal kurz nachgucken, wenn ich das jetzt, mich jetzt da vertue. Räuberlock Pfeife, ja. Das ist die auch. Kojoten und Füchse. Jupp. Gut. Also das hier würde dann gehen. Dann haben wir wenigstens mal die Pfeife da. Oh. Entweder ist er mit dem Warnruf gleich davon gelatscht. Oder finde ich gerade mein tolles Geräusch nicht wirklich beeindruckend. Hm. Ja. Alter. Hä? Aha. Was soll man das für ein Geräusch war? Alter. Ah. Ja. Ja, wahrscheinlich werde ich da aber das hier auf 10 Tickets oder so eine Einstellung schon am Base. Ja, das sage ich ja dann eh nochmal hier, wenn es losgeht. Direkt im Stream, jetzt sieht man es ja dann hier, wenn man das, wenn ich die Giveaway starte, steht da dran, was die Maximalanzahl ist. Ja. Und mit dem hier Block, User etc. Bibapo, das muss ich mal noch gucken, ja. Also der Gewinner halt. Wenn man ja extrem viel Luck hat oder so. Kann man natürlich dann hier alles absahen. Was halt dann wiederum kacke wäre für die anderen, mehr oder weniger. Muss ich mal noch echt überlegen hier. Wie ich das am besten mache. Ja,
Gut, das Game hier jetzt zum Beispiel, das habe ich ja leider nur digital, ne? Das habe ich ja nicht auf CD. Diesmal, ich habe es ja nur vom Publisher den Code bekommen für den Store. Ja. Das wäre dann zum Beispiel eins, was ich da nicht machen könnte. Tjo. Aha. Hä? Jupp. Yep. Ja, wenn halt das so ein anderer Zwischen auch macht, also hier die Chance dann 50-50. Na? Wenn dann verkackst du die Punkte weg. Ja, und man hat ja gesehen hier, wo ich da drauf geklickt habe, also Einfluss habe ich da drauf nicht. Ne? Da spuckt hier der Inkport halt dann an den Gewinner aus und dann ist gut. Also nach den Schallwellen da zu urteilen, müsst ihr doch bei mir ums Eck jetzt stehen hier irgendwo. Schwarzbär. Ah, moin dazu, ne? Hä? Hä? Der will mich doch verarschen. Wo zur Hölle soll denn der sein? Da läuft er. Nein! Ja. Ja, das ist das zweite, ja. Zwei Bären habe ich auch schon erwischt. Einer war Insta-Kill, der andere ja drei Schuss. Boah, es ist super hier. Nicht, dass ich hier irgendwo was sehen würde, ne? Hm. Naja, gut, dann lassen wir das erstmal. Was war jetzt eigentlich die Uhrzeit? 2.37 Uhr. Ist der wieder da? Das ist doch ein Witz. Und die verarschen mich doch. Denkst du bestimmt so, jetzt blöcke ich mal hier, dann ich blöcke ich mal da, jetzt mache ich dann doch wieder da drüben. Ja, ja. Das haben wir gerne. Ja. Wobei ich ja bisher nur extrem leicht und trivial als Bär gehabt habe. Oder leicht irgendwie sowas. Ja.
Da gibt es bestimmt auch noch extrem schwer, ne? Die 500, 600 Kilo Bären. Schätze ich mal. Die werden mir dann wahrscheinlich schön gehörig den Arsch versohlen, wenn ich jetzt mit meiner Luftpistole da drauf schieße. Ja, machen wir uns erstmal die Hauptmission, dann sehen wir ja gleich hier nächstes Jahr wieder mit irgendwelchen Viechern. Zumindest wenn es eins zu eins identisch ist wie mit dem anderen. Mit der anderen Map da. Aber die kommen mir ein Stück kleiner vor, die Karte hier. So. Nice place, right? You won't find a soft bed in many parts around here. Don't forget to stock up before heading out. Genau, so, jetzt mache ich aber gerade mal das hier gucken. Ja, okay, also viele kann ich gar nicht holen, ne? Die haben wir ja eh. Nö, kann ich hier gar, groß gar nichts mehr holen, alle anderen haben wir schon. Sonst habe ich die Schuhe gar nicht. Alter, 25, 27, pff, 35. Okay. Hey there, you know that guy I mentioned earlier, Hope? Well, looks like he's been having a bit of a problem lately. He's been camping out over at Balmont a couple weeks, but coming back last night, he found his camp turned on its head. Some food was taken, and apparently the place looked like it had been really messed with. I don't know if it was an animal or some tourist troublemakers, but I'm up in Topeka all day and can't look into it. Listen, I know you probably have other plans, but you're in the right neck of the woods, and I'd sure be grateful if you could just stop on by and have a look. Alles klar, das klingt ja schon mal wesentlich einfacher. Ja, achso, ich habe ja hier noch einen Vorteilspunkt. Haha. Rothirsch? Nee, habe ich nicht. Nein, das habe ich nicht. Ja, ich gedacht, ich guck mal erstmal jetzt hier rein, weil da halt. Ja. Ratz hat die Mission, dass du am Anfang fertig kriegst. Um so hier mit weiter hochleveln und so weiter. Genau. Ach, das haben wir eh schon maximal. Ah, Richtung und Geschwindigkeit des Seltenens abzuschätzen. Das klingt doch nice, ne? Was war das nochmal? Schnelle Einsatzbereitschaft. Ne, das ist eigentlich relativ egal. Und das ist natürlich auch geil. Aber ich mach da trotzdem erstmal den da. Vorhalten. Na. Richtung und Geschwindigkeit des Seitenwinds. Da habe ich ja teilweise Probleme gehabt. Aktive Fähigkeit mit R1 verwenden. Aha. Warte mal. Nee, macht's eigentlich nicht. Mit den Folgen-Buttons, das wäre mir neu. Wie kann ich das aktivieren? Hä? R1 aktiviert werden. Aha. Kannst du mal draufdrücken, da siehst du, was passiert. Ja, weil jetzt hier passiert da nichts, ne? Hm. Keine Ahnung. Sehen wir ja dann. Gott. Gehen wir mal da kurz zu dem Ausrufezeichen freischalten. Dann. Und na, hier weiter zum anderen Aussichtspunkt. Und dann gehen wir zu dem Hobbs Lager. Mal gucken, was der Kerle will. Ja. Was sagt die Uhrzeit? Fast 3. Warte, wie viel Kohle habe ich jetzt? Oh, 14.199. Oh. Hallo? Ja, gut, dass ich jetzt den Ruf da ja nicht hier identifizieren konnte. Läuft.
Nee. Ach, guck mal. Ein Ruhegebiet. Trivial. 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 Gut, dann ist es also Wurst. Wenn wir da haben. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier da wie das hier funktioniert mit dem Wind einschätzen und so weiter. Weil mit R1 da passiert gar nichts, wenn ich da drauf drücke. Gewaltig weit weg. Naja, wird schon gehen, hoffe ich. So. Na, ich probiere das eine mit dem hier Last Shot, ne? Da einen da erwischen hier. Was, ein grüner Hintergrund und ein weißes Herz müsste sehen sein. Passt alles. Okay, ja gut, aber wenn ich jetzt hier ja versuche, da hier auf den Schädel zu zielen, dann wahrscheinlich eher nicht. Gut, warte mal, machen wir jetzt erstmal das hier. Ah, das haben wir schon, okay. Fängt das wieder nur bis jetzt hingerannt? Da ist das Blaue. Aber hier müsste trotzdem auch die blaue Spur da sein, oder nicht? Weil hier wo sie angehen. Hittet. Oh Mann. Da. Warte mal. Da. Ja, da rennen sie rum. Dachte mir, da ist das den falschen drin ab. Flop, 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 flop. Okay, nice, warte mal. Das nehmen wir auch gleich mit.
Toll. Tolle Wurst. Toll. Wo ist das Vieh jetzt wieder hin? Gut, hier ist er dat. Och Mann. Das ist aber jedes Mal dann die Spur da hier. Weg ist. Tja. Gut. Toll. Lief das sich wieder zurück so halbwegs? Hä? Ja, wow. Hätte ich lieber noch mal ein anderes geschossen. Gut, ich muss ja eh dann dahin, ne? Weil den einen da lasse ich jetzt mal lieber, weil, keine Ahnung. Das ist echt das Problem, wenn die Viecher in Herden unterwegs sind. 20 Millionen Spuren, jeder läuft im Kreis. Na, das ist doof. Naja. Gehen wir auch so hier hin weiter. Genau, passt. Gut, eigentlich könnte das ja auch nicht holen, ne? Nö. Alter, Fall ist alles voller Tieren hier. Ei, 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 ei.
Und das schon mal sagen. Ja. Man gibt ja auch Sinn, ne? Gott. Nee, da. Ach du Scheiße. Oh nee, nicht schon wieder. Hä? Nee. Warte mal, wie viel Schuss hatte ich jetzt noch? Okay. Na, also wenn jetzt da nicht extrem schwer oder sowas dran steht, dann sollte es ja eigentlich gehen. Warte mal. Doch nicht. Kein Plan. Wo denn nicht TBR sein soll. Sie ist halt echt null, ne? Naja, der läuft weg. Nee, nee. Den lassen wir. Hä? Wobei es jetzt bei Herzun wieder dran steht, ne? Folgt ihr jetzt auf Twitch. Hä? Es gibt aber irgendwie keinen Sinn. Da ist wohl irgendwo was buggy, würde ich meinen. Ja, ist es auch. Sind immer noch 321 Follower, also dem her. Das war es vor der Meldung auch. Ja. Ja, der Bär. Achso, ne, weil du halt bei mir schon hier einmal gelistet bist, das hängt da mit dem Bot zusammen. Der mag sich das ja hier, ob du schon mal hier gefolgt bist oder nicht. Das habe ich hier zum Beispiel auch in dem Erklärungsvideo da von dem Stream da, also im Giveaway. Hat den gleichen Effekt, da gibt es auch keinen Sound mehr, weil du bist ja kein Neuer. So gesehen. Bei Resub allerdings schon, haben wir ja gestern gesehen, wo mich ja Death Trooper wieder zu Tode erschreckt hat. Okay, ist ja in dem Fall auch nur ein Hochsitz, aber egal. Dann haben wir den auf jeden Fall auch schon mal geunlockt. Jupp. Das Einzige, was ich halt mitkriege, ist halt hier, dass ich dir nach wie vor die E-Mail dann kriege. Dass er mich folgt, aber ein Sound kommt deswegen nicht mehr. So. Noch da. Aber immerhin, die Sonne geht wieder auf. 4 Uhr. Okay, na, wird halt nochmal angestrahlt, der Mond hier. 4 Uhr wäre doch arg früh, dass die Sonne hochgeht. Aber auf jeden Fall wird es ein Tickel heller. Sternenhimmel. Die Gegend hier ist aber echt auch nice gemacht.
Also wieder, das mit der Reinsfähigkeit irritiert mich trotzdem. Wo sehe ich denn das dann hier? Direkt im Fadenkreuz oder was, wenn es passt? Oder wo wird es mir dann angezeigt? Weil aktivieren oder deaktivieren wird da hier nichts angezeigt. Dass ich hier irgendwas anhätte oder nicht anhätte. Hey, warte mal. Okay. Außer rumlatschen. Nee, nicht. Ja, da oben der Berg, so by the way. Das wäre was, der ganz da oben stehen und dann hier runterballern zu dem See, ja. Natürlich muss man hier auch Glück haben, dass überhaupt da Viecher zu sehen sind. Unter anderem, also das wird hier, ja, nicht gerade leicht. Aber vorne 32er-Fach. 32-Fach, wie sie aber heute sehen, nicht angehen. Sonst sehe ich da gar nichts. Geht das da jetzt? Dachte ich mir. Nope, geht nicht. Wow, okay, vielleicht würde es gehen, dauert aber nur 10 Jahre. Naja, das hier sieht so aus wie gefühlte 2 Kilometer, ist es aber nicht. Das sehe ich dann mit dem anderen Fernglas, mit dem Entfernungsmesser drin. Da siehst du dann, dass es gerade so 411 Meter sind. Also sprich, warte mal, da warst du, glaube ich, gar nicht da. Moment. Kann ich es wieder nicht. Naja, direkt, wenn du hier oben stehst, der Berg hier, ne? Also bei dem Aussichtspunkt hier, da den Berg hoch bis hierhin ungefähr und dann von hier aus dahin ballern. Das sind 411 Meter. Ne? Von da dahin. Ja. Mal, das ist da? Ne, das ist nicht. Gut, vor dem Berg da vorne wird es natürlich auch gehen, ne? Dann muss er halt hier hinballern, dann geht auch. Ja. Okay. Ja, die Entfernung sind hier teils, ja, irgendwie merkwürdig, wenn du es dann reinzoomst. Aber gerade das andere Fernglas hier. Werden wir aber definitiv so oder so holen, weil das hier ist der Müll da, das was ich da in der Hand habe. Und eins mit dem Entfernungsmesser will ich auf jeden Fall. Ist ja auch gut zur Schussvorbereitung, ne, sag ich jetzt, weil dass du genau weißt, ja okay, es sind 400 Meter oder keine Ahnung, 300 Meter. Weiß ich schon, ob du hier einstellen sollst, ob hier Langschuss oder Kurzschuss. Jo. Und so weiter. Ne. Wo es mit den Bergen und so dahinten schon relativ geil aussieht, ne? Hä? Ah, die Wolken bewegen sich sehr nice. Gut. Schade. Da ist doch was.
Aussieht das Vögel. Nee, ist doch ein Reh. Moment mal. Oh shit. Ja, ne? Da hinten. Hä? Renn ich da jetzt hin? Aber ich denke mal, da habe ich doch in dem geballert, oder? Naja, nee, Wurst. Das machen wir nicht. So, ist gerade ein bisschen zu weit weg. Was haben wir hier? Ah, nice Info, Free EP. Wobei ich jetzt. Nee, ich war noch ein bisschen nichts ausposten. Und dann verballere ich mal mit Absicht noch zwei Schüsse, dass ich nur eins ab. Na? Genau. Und den Rest sieht man dann. Weil wir das jetzt getroffen hätten, hätte ich fast wetten können, dass es 300 Meter oder sowas hier sind. Aber wenn ich es dann getroffen hätte, hätte es Bling gemacht. Von daher rede ich das gar nicht mal hin. Ja, mit schneller Rennen ist halt immer so eine Sache. Ne? Das ist ja theoretisch ja immer noch ein Jagdspiel. Und da rennst du ja normalerweise nicht. Also das, was ich ja hier mache, so das spielt normalerweise keiner der Hunter. Also der das normale Spiel, sage ich jetzt mal. Dass er dauer rennt. Oder fast dauer rennt. Ja, oder prinzipiell hätten wir es reinmachen können. Ja klar, aber warum nicht auch. Aber, ja. Ach. Gerade gedacht. Ne. Aha. Sehen tue ich da aber keinen. Warte mal, wohin lasse ich denn eigentlich? Also Aussichtspunkt. Okay. Weil der wird jetzt wohl nicht beim Aussichtspunkt stehen, oder was? Komische Geräusche hier. Naja. Das geht aber. Haben wir den mal noch fix? Und dann hier auch zu diesem Hopes-Ding ins Bowens. Mal gucken, was der will. Für die Quest. Bestimmt wieder irgendein Schmarrn, was ich dann eh wieder nicht hinkriege. Dann wäre ich jetzt ungefähr genau gleich weit wie in der anderen Karte. Also die Berge sieht schon gut aus. Das muss man so sagen. Genau.
Gut, aber großes hier was entdeckt, habe ich jetzt auch nicht wirklich außer halt hier nochmal eure Aussichtspunkte. Aber egal, jetzt gehen wir dahin. Hauptlager. Naja. Hat übrigens immer noch keiner auf Platin das Game hier, ne? Ach. Ne. Wieder irgendwo ganz weit unten am Arsch der Heide etc. Das muss ich sein. Ich werde jetzt da mal so für einen Hirsch, ne? Habe ich hier noch gar keinen. Ein theoretisch ja, nur nicht mehr gefunden und so weiter. Alter, gibt's echt keinen? Ja, okay, höchstens dann mit durch den hier dann, dass es hier oben irgendwo nochmal einen Außenposten gibt. Weil nur einer kann eigentlich fast nicht sein. Naja, gehen wir das mal hin. Sehen wir das Missionsziel dann. Was wir da für den machen muss. 10 Schwarzbären töten. Mit einem Schuss. Alter. Vom Gebrüll hätte man fast meinen können, dass er genau bei mir steht. Tut aber nicht. Ist auf jeder Größe, als mit dem Wind ist auch wieder doof. Ich höre mal wieder für den Fertigkeitenpunkt. 5% mehr Kohle unser. Zwar nur 5%, aber ich schätze mal mit der Zeit zu mir, das ist ganz schön hoch. Alter. Hier ist ja alles voll mit Bären. Tja. Ne. Schade, gerade gedacht, da hinten steht ja mal laut, das war nur dieser dämliche Busch da. Ah. Oh shit. Was ist mit dem R1? Schalte ich trotzdem nicht. Okay, das Problem ist, dass wenn ich da hingehe, bin ich genau im Wind. Außer, warte mal, ich gehe da hinten rum. Lass bitte jetzt, ich will den Hirsch.
Ist ja ungefähr genau bei der Markierung von mir, also von dem her ist es gar nicht mehr so verkehrt. Wenn ich jetzt dahin überall lang gehe, dann müsste das eigentlich gehen. Hoffe ich. Wenn ich das jetzt natürlich noch finde, wo das war. Ach. Da. Ja, okay, also arg viel näher komme ich auch wahrscheinlich nicht hin, ne? Höchstens mal, warte mal, geht das? Ne. Und da hinten laufe ich gleich wieder in den Wind rein. Ja. Nee. Der Wind sehe ich da rechts unten. Na, zum Beispiel jetzt gucke ich genau, ist der Wind genau hinter mir und strahlt so nach geradeaus Richtung Osten da, also Nordost so grob gesagt. Ja, und da hinten ist er, also ist er jetzt so rechts dran noch vorbei, gerade so. Also dieser grüne, das grüne Dreieck auf dem Kompass. Naja. Boom, Headshot. Nice. Gut, dann noch zwei Schüsse, also theoretisch noch zwei Hirsche. Wären drin. Ein Bär durfte ins Zimmer kommen, sonst habe ich ein Problem. Weil dass ich den nochmal One-Hit kriege, das glaube ich fast nicht. Also sieht geil aus, wenn die Sonne hier hochgeht. Alter Falter. Und ist ja immer doch für so nur so ein kleines Spiel. Geil gemacht. Na, rote Wolken. Geil. Ja. Ja, da meinen wir nicht auch, dass sie gut auf der Entfernung, ja. Vor allem haben wir da das Fressgebiet jetzt auch schon da entdeckt. Na, hier, an dem Ruhegebiet. Ja. Genau, warte mal, das weiß ich natürlich auch nicht. Wird das gehen? Ne. Sagt das zumindest nichts mehr. Gut. Halswirbel Mitte. Ah, okay, doch kein Headshot. Schade. Naja, Bronze Trophy war's, weiblich 48,14 Kilo. Passt, nehmen wir mit. Ah, in Hals. Ja, ist die Kugel echt abgefallen, ne? Weil ich war nicht der Meinung, dass eher so direkt Hinterkopf oder so haben dürfte. Na gut, Halswirbel ist ja Hinterkopf, aber halt weiter unten, wie ich eigentlich wollte. Aber naja. Man, mit späteren Perks kriege ich die 10, die 10 Headshots eh ohne Probleme hin. Weil. Dann kannst du ja anschleichen, dass das Zeug hält. Oder halt zumindest hier wesentlich einfacher. Hm.
Bären gibt es doch hier echt die Sand am Meer, oder? Das ist ja, wow. Zumindest halt noch hier. Auf der Map. Ja. Bäh. Dachte, jetzt wieder da oben ist was. Strahlt nur die Sonne durch. Toll. Hä? Ne. Ah, guck mal hier. Free EP. Look at that. You found a shed. I've already got a big enough one back home, so I've started selling any new ones I find. People often buy them for handicrafts, you know. Knife handles and such. I once sold a really nice moose antler for 500 bucks. Hey. If you want to stay busy on the road, I'd keep a lookout for sheds. You know, antlers yeah, yeah, yeah. Shed by the reserve animals. Das kann man ja schon. They're rare to find. Oh, warte. Very popular to collect. Aber guck mal, schnell den Hochsitz da oben. Ich glaube, ich hätte am Anfang ja ganz zu Anfang des Spiels mir die Dinger hier nicht aufbauen sollen. Hätte ja schon ein bisschen mehr Kohle jetzt. Aber naja. You're getting close. Hope mentioned seeing some tracks in the mud. See if you can find them. What? Finde die Spuren im Lager. Boah, ich definiere nur Lager. Wahrscheinlich ja hier irgendwo. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal da oben irgendwas hier Ruhezeug. Oh, das ist die Spur. Was ist das denn? Ein T-Rex oder was? Wieso sehe ich die schon so extrem weit? Naja, also die wird sein. Hä? Nur analysieren kann ich die nicht. Aber theoretisch vom Schuhabdruck her läuft es da nach links. Na, lass mal kurz das hier gucken, ja. Hallo. You found him? Great. Snap some pictures for the record and see if they lead anywhere. Hä? Schnuckelig hier. Ja, Gott, dann einfach hinterherlatschen. da kann ich schon mal den Marker mal dahin machen. So, wie viele Schuss habe ich jetzt gesagt? Habe ich? Zwei, ne? Hä? Ja. Naja, geht schon. So ein Grizzlybär, kein Act. Das hat doch jetzt die 100 Pro was mit dem hier zu tun, oder nicht? Hä? Hier ein groß X, da ist groß A nix. Was soll denn das jetzt? Hä?
Oh, was ist denn das jetzt wieder? Aha. Tja. Archivsfotos von den Spuren im Lager. Oh, lol. Ist sie jetzt echt hier? Nur zum Lager zurück oder was? Ich hoffe, der hat eine gute Speicherkarte dabei. Oh Mann. So eine Miste. Ich sollte mal öfters die Missionsbeschreibung lesen. Yeah, definitely human. Looks like a troublemaker then. Now, I don't want you to go picking any fights, but maybe you could follow them and see where they lead. So, aber jetzt muss ich ja hinterher latschen, ne? Jeder Spuren auf den Grund. Ja, Gott. Also, nochmal zurück. Shit. Alter, was sind wir denn jetzt hier? Sherlock Holmes. Ja, aber analysieren geht trotzdem nicht. Oder als Marker setzen. Aber ich gehe jetzt da vorne mit dem komischen Poncho-Ding. Ripped clothing and no more tracks, huh? Well, just leave it for now and I'll see what I can come up with. This'll help though. Thanks. Ja, okay. Hey, neue Schuhe. 2500 Geld mehr. Neue Mission verfügbar. Doc 21. Okay. So. Hope 1, Doc 21. Hä? Geh nach Balmer und finde Fußspuren von 3 unterschiedlichen Schwarzwedelhirschen. Okay. Oder ja, geh zum Lake Chila. Erledige bei Nacht eine Weißwedelhirsche und verwerte ihn. Gut, aber jetzt erst gerade frisch morgens haben, wird es dann eher das hier. Würde ich meinen. So, was haben wir jetzt hier? Fertigkeitspunkt, genau. Das hier war das, ne? Ja. Geldbelohnung für abgeschlossene Missionen. Achso, ja, okay, das sind noch Missionen. Hä? Wer die Informationen zur ungefähren Gesundheit des Tieres? Das Schuhe 2 ist natürlich nice. Aus Recht, weil ich ja von jeder Trophäenart Tier ein Foto machen muss. Ja, Schuhe 3 ist Schwachsinn. Da kann ich drauf scheißen. Ja, boah, ja, komm. Das nehmen wir mal auf jeden Fall hier. 5% mehr Kohle. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. So, dann tingeln wir mal noch da hoch hier. Zum Aussichtspunkt. Jo. Kommen wir denn da überhaupt hin? Das ist so eher dann links, bis ich da, ne? Hier ist er rüber. Ah ja, Fußspuren von 3 unterschiedlichen Schwarzwedelhirschen. Gut, also immer stark an Licht brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Sollte jetzt auch nicht das Problem sein, alle Spuren zu finden. Doch passt. Brauche ich jetzt hier noch das Licht oder brauche ich es nicht? Jo, jetzt hier mit 2 Schuss, ne?
Brauche ich das wohl nicht machen. Ja, Bär. Schwarzbär. Bringt mir also nichts. Schwarzwälderische brauche ich. Gut, so nochmal einfach nochmal Teleport dahin, wo ich am Anfang war, weil da waren ja jede Menge. Alter. Dead Organ. Den lass du lieber in Ruhe, weil mit zwei Schuss komme ich da eigentlich weit. Weil ich da jetzt eigentlich fast ein Jahr, ne, warte, ich habe das kurze Jahr. Den einen noch verballern könnte, dass ich ja dann nur noch einen hätte. Also machen wir dann lieber ein anderes. Ja. Schwatz. Alter. Wie zur Hölle? Was soll denn das? Es geht doch dann hier hoch, oder nicht? Die Quatschbären. Soll ja auch passen, ja. Überall Bärenspuren. Ja. In der Nähe. Da oben ist er. Sind die. Extrem leicht. Ja. Definiere extrem leicht. Gut, also mein weit kommen die ja dann da oben nicht, ne? Also zwei. Und ich habe noch zwei Schuss. Wenn ich gut bin, schaffe ich beide. Oh. Das ist aber eilig hier. Nope. Doch. Haha. Auf den letzten Drücker. Und das sogar bei dem Schwarzbär. Bam. Nice.
Gut, da rennen wir mal kurz runter. Den holen wir noch schnell. Ja, das habe ich aber ehrlich gesagt nicht so gedacht hier mit den Bären. Aber irgendwie, na, ist ja nicht so. Tja. Oh, das ist auch noch Schwarzbär, ne? Es gibt ja auch noch hier Grizzlybären, glaube ich. Lungenflügel rechts, ja, okay, das ist natürlich gleich weg. Oh, Fertigkeitspunkte Bonus wieder plus 1. Ja. 103 Kilo. Und das zählt auch sehr leicht. Gott. Dann kannst du ja ausrechnen, was dann extrem schwer ist. Da kommen wir natürlich mit 2 Schüssen dann nicht weit, ne? So, mal sicher, dass ich jetzt mache die 100 Spuren Trophy. Weil da vorne, da ist er ja gerannt, da durfte ja die Dinger hier näher dran sein. Oh oh. Der ist doch buggy, oder? Ja. Hi. Gut. Den zweiten lassen wir jetzt mal lieber. Ohne Muni ist ein bisschen doof. Müsste doch aber 2 Spuren mal irgendwo näher dran sein. Ja. Gut, dann machen wir die da. Ja, gut, da ist immer ein Stein dazwischen, ist auch doof. Ah. So, ist das natürlich noch nicht, ob das hier so geht. Wobei, da könnte ich eigentlich jetzt hier die ganze Zeit wieder hin und her rennen. Da hätte ich es auch. Na, nee, komm. Das machen wir hier bei irgendwelcher großen Langeweile. Ich will aber hier noch irgendwas reißen. Schwarzbären. Ja. Ja, dann hoffe ich, dass auch irgendwo gewaltig in der Nähe entweder noch Schwarzwedelhirsche wären in dem Gebiet. 3 Stück verschiedene am besten. Und ja, da ist der Posten hier irgendwo in der Nähe. Weil jetzt kaufe ich natürlich wieder Muni, was das Zeug hält, ganz klar. Wo ich jetzt auch mal mein Zelt hier, was ich dabei hatte, schmeiße ich da raus aus dem Inventar. Weil groß unterwegs was holen, hole ich mir sowieso nicht. Dann habe ich ja wieder, lieber wieder Blitzreise zum Außenposten. Weil die Zeltpreise sollen ja anscheinend teurer sein. Außerdem ist wieder zu viel Platz weg. Dann lieber ein bisschen mehr Muni mitnehmen. Oida. So, jetzt ein Entfernungsmesser. Hätte ich mal kurz was so schätzen. Ja. Nehmen wir mal da den rechteren Fluss, also sprich diesen hier hinten. Na? So. Das hier wären so ungefähr, wenn ich jetzt da hinten ein Ziel hätte, hier so grob, wären so ungefähr 320, 340 Meter sein. Circa. Ja, kommt denn. Na, da hätte ich das schon. 18,5. Oh, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Hol mir dann jetzt echt erstmal das gescheitere. Fernglas oder eine stärkere Knifte.
Schnell sich auf dem Map markieren. Ah, okay. Hä? Ja, gut, da gibt's ja nur Schwarzbären, ne? Wegen mir. So. So. Ja, da. Weil ich ja dann die Grasbahnstelle ab. Ja. Die nehmen wir noch mit. Ich schätze, hier wird auch wieder das größte als hier die Kojoten das Problem sein. Oh, direkt Abstieg, ne? Oh. Oh oh. Oh oh. Easy. Viertel Life weg. Hui. Sehr freundliche Hitbox in das Spiel. Mist. Ich habe keine Muni mehr. Doch nicht. Toll. Warte mal, was brauche ich nochmal für Spuren? Schwarzwedelhirsch. Bist du einer? Ne. War ja klar. Weißwedel. Ja. Meh. Nee. Hä? Hm. Ein Jäger ohne Muni ist auch immer schön. So. Bäh. G-Tex. Na? Habe ich extra geskillt. Nennt sich hier Hosenrutscher. Oh, meine. Ja. Gut, ich schätze mal, dass die Programmierer hier von dem Spiel auch nicht wirklich davon ausgingen, dass hier ein Jäger hier so einfach so den kürzesten Weg den Berg runterrutscht. Alter. Überall alles voll mit Bären. Also ich schätze mal, das wird hier mein Hauptziel sein auf der, der Karte hier. Aber gut, die geben mir auch gut Kohle ohne Ende, ja. Nice, 103 EP. Mahlzeit. Öp. Gut. Da kommen wir jetzt mal aus dem Posten, ja. Da. Ah, ja. Gut, also letzte Schuss-Trophy schon mal, ist ja immerhin schon mal was. Und das Gute ist ja echt auch, dass du mit den Perks hin und her switchen kannst. Und auch hier von der Uhrzeit her. Wenn ich jetzt hier so ein Gebiet hätte, was ich aber 8 Uhr oder so, könnte es ja mitnehmen. Und dann gerade hier, wie das, die andere Mission hier mit 17.30 Uhr oder was es da nochmal war, das Futtergebiet, kannst du ja genau 17.30 Uhr einfach die Karte switchen. Dahin porten und gut ist. Das ist natürlich geil, ne? Das beschleunigt das Ganze so ein bisschen. Hm. Ja, was sonst? Bär.
Heieiei. Oh, das ist immer der gleiche. Also was ich echt so ziehen könnte, ja, diese dämlichen Fotos waren von jedem Trophäentier. Räume es drauf anlegt dann ja nicht. Aber es hat die Schweine Perks, dass du so nah rankommst. Und dann rennen. Und am besten auch noch das, dass du schon an der Spur siehst, was für ein Trophäentier das wäre. Also bei mir auch jetzt praktisch wäre, weil ich brauche noch ein Diamanttier. Und somit auch Gold. Genau, so passt. Das haben wir aus meinem Muni holen, ja. Warte mal, was könnte ich denn da? Könnte ich da jetzt irgendwas Neues holen? Nö. Mit 13 das nächste. Ja. Gott, hat sich das erstmal erledigt. Und die Schuhe brauche ich ja eh definitiv hier alle. Also sprich bis hier 25, 27, was ist das nochmal hier? 37. Muss ich mindestens werden für Platin. Weil ich brauche alle Lockruf-Dinger. Einmal durchpusten oder benutzen. Für eine Trophy, also muss ich mindestens Schuhe 37 werden. Also wenn du das jetzt nur den Anfang liest, die Schwarzwedel-Dinger. Na? Weißt du, was ich meine? Links unten und relativ rechts am Rand und mittig der Map. Okay. Links unten. Ja, können wir da gleich nochmal hingucken. Da, Geruchsreduzierer 23, warte mal, das wäre ja, übertünche deinen Geruch, ja, damit du näher an Trophäentiere herankommst, bevor sie dich bemerken. Jede Anwendung hat eine Wirkdauer von xx Minuten. Aha. Ja, also das werde ich auf jeden Fall dann nehmen, aber geht halt aus wie 23. Genau, so. Munition, Gewehre, da haben wir ja hier die da, 243er. Jo, die hätte höher Durchschlagskraft, kostet auch 530. Pff, ne. So, das durfte erstmal reichen, glaube ich. So. Alter. Geht trotzdem nichts, ne? Tritomisier. Ja, 24.000. Ach guck mal, das 4- bis 8-fach könnt ihr mir sogar holen. Mittlerweile schon. Ja. Ich will das hier das höchste, 8 bis 16. Ja, das ist das höchste. Jo, da könnte ich mir eigentlich das schon mal holen. Was ist denn der Unterschied hier? Blablabla, Aluminiumlegierung, blablabla, ja, blablabla. Aha. Extrem präzise und vielseitiges Zielfernrohr. Unterhebel-Repetierflinten. Ja, okay, das habe ich hier in dem Fall nicht. Ha, also theoretisch können wir das schon mal holen. Wäre auf jeden Fall schon mal besser wie das hier. Boah, 12.000, ne? Ich habe jetzt gerade mal 18. Warte mal, was wurden denn hier? Ich kostet auch 12.000. Ja, die ist natürlich nice. Das ist mein Standardkniff, 78, 46, 49, 26. Ja. Wobei ich theoretisch eigentlich nur die beiden bräuchte.
theoretisch würden die beiden echt reichen. Hä? Ich glaube, da bleibe ich ja bei der, oder? So was? Ah, auf jeden Fall die Durchschlagskraft. Gut, er hat ja aber Präzision 100. Range Master. Okay. Elche und Bären. Ja. Rückschuss 82. Ja gut, die hat 100. Okay, der hat natürlich einen gewaltigen höheren Bums, aber 60.000 ist natürlich schon krass. Was hole ich mir denn jetzt? Das war... Oh, Stufe 11. Echt jetzt? Da. Ah. Gut, ich warte auf das hier, weil dann hole ich mir nämlich den Entfernungsmesser, ja? Das Ding hier. Na, das. 1370 Meter genau misst. Ja. Ja, okay. Mit dem Ding aber auch Stufe 29. Ja. Nee. Dann warte ich mal auf das hier, was ich meine. Boah, ich habe 18.000, 12, 6, 18. Alles andere, die kostet auch 12.000. Ach nee, hat sich dann erledigt. Shit. So, aber warte mal, das hier machen wir jetzt anders. Ja. Das wieder weg. Ja. 13,5 Kilo drin. Passt. Jupp. So, wie viel Schuss haben wir jetzt? 150. Das sollte erstmal reichen für die ersten paar Viecher. So. Lock and load. Gut, Balmon ist hier, ne? Ich muss halt hier in dem Gebiet bleiben. Mit Schwarzwedelhirsche. Jo, dann wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Hä? Also Sehenswürdigkeit, das war was dann hier? Ah, das war das. Gut, ob ich jetzt denn da noch hin tingeln soll? Also hier so meinst du? Weil... Am oberen Ende der Begrenzung. Hier. Na, kannst du mal kurz das gucken, weil ich muss ja eh mal fix mal aufs hier, ja, aufs Klo. Bin dann gleich wieder da, ganz kurze Pause und ja. Bis gleich. Mir rechts. Ah, okay. Also hier. Das ist aber kein See. Ja, bis gleich.
Schau, wieder da. Was? Diese drei, quasi zwei Türme? Aha. So. Also hier oder was? Nee, der Hunter, Call of the Wild heißt das Spiel. Ah, okay. Also hier so grob. Ja. Gut, da ist natürlich überhaupt gar nichts, aber. Also ja, zum Entdecken meine ich jetzt. Ah, egal, da könnte ich ja theoretisch gesehen auch hier rüber den Dackeln. Und den aus mal kurz holen. Ja, machen wir einfach mal das. Jo. Gute halbe Stunde würde ich meinen, geht locker noch. Das müssen wir mal schauen, wir müssen morgen ein bisschen früher los, aber jetzt fast verplant hier. Ja. Oh naja. Sind wir dann alles. So, es wird alles wieder umgenietet, was mir da den Weg reinkommt. Wenn ich es treffe. Ja, aber zählt ja alles mit zu dem Marathon-Trophy. Was soll's? Wo ja eigentlich nur drei Spuren und drei verschiedene Schwarzwälder herrschen. Also wenn da mehrere sind, ist natürlich das nice. Dann geht das fix. Na toll, Schiffwetter. Wer von euch hat nicht aufgegessen? Ah, guck mal hier an. Ein Futtergebiet oder sowas ähnliches. Yep. Fressend von 0 Uhr bis 37 Bären. Okay. Ja, hat sich doch schon mal gelohnt. Wo dann Bären definitiv immer sind, weiß ich dann schon mal. Ganz rechts von Begrenzung. Ganz rechts außen neben dem See. Hier? Mein Wenn du was echt die Verkehr, dann nehme ich halt den damit. Oder hier. Der wahrscheinlich eher, ne? Okay, ist also immer ein riesiges Gebiet, was der da markiert mit dem Futtern da. Hey. Gegenüber vom Namen Belmont. Also hier. Gut, aber passt ja eh, dann latsche ich da hinten dann drüber und dann laufe ich runter, dann sehe ich es ja. Machen wir das so. Höp. Na ja, gut, die ganzen Gebiete hier sieht man jetzt auch gerade hier an dieser Futterstelle sind ja echt gewaltig weitläufig. Ne.
Ja, und das Spiel habe ich gerade mal so nachgelesen hier mit der 400-Meter-Dings da. 450 Meter ist das einzigste, wo du Tiere noch siehst. Danach despawnen die, wenn es weiter weg ist. Siehst du nicht mehr. Also ist die 400-Meter-Trophy ganz schön knackig, so gesehen. Weil du hast ja nur eine Range von 50 Meter dann noch, wo die Viecher drinstehen müssen. Wow, was ist Suppe? Ne. Hei. Oh, Losung frisch. Okay. Laufe ich direkt dem Bärs entgegen. Tja, hier sehe ich nichts, ne? Nö. Kannst probieren, normalerweise sollte es funktionieren. Das durfte hinhauen. Ha. Oh wow, okay. Jo, das ist jetzt hier Schwellen, ne? Wo ist denn der hingelatscht? Alter. Scheiß Donner. Ja, warte mal, war das hier nicht so eine Kojote? Nee, das ist nicht die Map. Das ist nicht Hirschfelden, das ist hier Lake City. Lake City, irgendwas. Ja, Coyote. Was wollte ich mal die Karte? Nee. Siehst du?
Das ist es nicht. Der so geschickt hast, das stimmt schon. Das ist hier Hirschfelden, ja. Das stimmt. Aber nicht da, wo ich jetzt bin. Ja, 8:45, okay. Weil Schwarzwildhirsche sind auch gar nicht drauf angezeichnet, hier als Beispiel 2. Ja. Ja doch, aufgeführt wird es hier ständig überall. Also, jeder hat darüber irgendwas geschrieben, hier Chip oder sonst alles drum und dran, hier GameStar, PlayStation und so weiter. Ne, ist wieder Hirschfelden. Was ist gerade geschickt hast. So ist auch schon die Karte. Hirschfelden Hunting Map. Na, das ist das ja. Leighton Lake District, wo ich jetzt bin. Ja, was du geschrieben hast, ist Hirschfelden, genau. Bringt mir aber nichts, weil ich bin hier in Leighton Lake District. Ne? Hä? Was? Mir wird deine Linksfuß für die erste Karte angezeigt. Okay. Ne? Siehst du, das ist ja schön, Feld, Tichenau, Müllerwald und so weiter, Ritterstein. Das ist hier alles deutsch. Ne? Weil ja, das die europäische Karte ist. Aber ich bin jetzt hier in Amerika. Mit der Map hier. Ja. Ist ja auch nur zweimal Hirschfelden, wie sie es anhört. Hier ist ein dämlicher Kojote. Was ist das?
Hä? Oha, da hinten ist er hochgeflitzt. Okay, der ist aber eilig. Ja, ist der Bär wieder. Ah ja, das haben wir jetzt eh auch schon entdeckt. Ja, sie sehen natürlich nicht allzu viel. Ah, Leighton Lake District Map, das klingt jetzt schon besser. Ja, ich weiß nicht immer wie mit dem das grüne Ding da. Weil, wenn ich R1 drücke, passiert nichts. Tödlicher Treffer. Bam. Ja, da vorne ist er. Nice. Muss ich gleich mal drauf achten, das habe ich jetzt nämlich voll vergessen, ja? Und nur 5 Kilo. 1206 Gold. Also hier ist echt geil zum Farmen, was Geld betrifft. Ja. So, warte mal. Ah, das sieht gut aus. Blacktail, schwarz. So, warte mal. Also es ist da. Hä? Okay, nice. Geht jetzt natürlich mitten im Wald, das ist kacke. Aber gut, probieren kann man es trotzdem mal. Und der Wind ist natürlich auch jetzt in die Richtung, das ist auch wieder scheiße. Ah. Naja. Ich brauche ja nur die 3 Spuren, ich muss die Dinger ja nicht töten. Oder was seht ihr denn nur das grüne Ding da? Ja, das stimmt ja. Ich werde mir auch nachher gleich mal hier bookmarken, das Ding da. Schade. Gerade gedacht, da wäre was. Oh nö, wieder so dämliche Büsche. Ne.
Alter Walter. Ein Bär nacheinander. Ja, ist auch nur Bär. Ja. Ja, hier so grob sehe ich, hier so groß sehe ich nicht wirklich was, außer die Bärenspur. Da ist eine andere. Also war Bär. Nee. Warte mal, das ist doch mal jetzt anders. Ja gut, es muss ja hier sein in dem Gebiet, ne? Ach, kacke. Gehen wir uns einfach mal dahin, von dort aus. Ja, und dann schauen wir da mal weiter. Flöpp. Und wieder mit dem Wind. Mann! Alle Ladezeiten sind aber echt hier scheiß angenehm in dem Game. Währenddessen gar keine. Und Schnellreise 2 Sekunden. Na, 3. Behrens. Ja. Lol. Da könnte ich jetzt locker diese 100 Spuren drauf machen, aber darauf habe ich jetzt eigentlich keine Lust gerade hier. Sinnlos da 100 Spuren abzusuchen. Alkohol wird näher in dem Gebiet, ist echt simpel. Das dann ratzfatz zu machen. Also, warte mal, wo ist denn jetzt da? Streng genommen. Ja, hier immer um den See rum. Sind die Dinger. Weiß wie es ist. Gut, der, warte mal, ich bräuchte ja theoretisch. Schwarz. Gut, macht aber nichts, weil den nehmen wir trotzdem mit. Wenn ich den sehe, aber auch mal kurz das hier machen. Ja, da war schon mal der erste. Schwarzwedler strabend. So. Sehe ich hier irgendwas? Nö. Ne. Ah, naja, wenn ich dem folge, müsste ich ja dann theoretisch irgendwann hier zu dem anderen da kommen. Verarschen wieder.
Der veräppelt mich doch wieder. Da! Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, durch Bäume durchschießen. Weil eigentlich durch das gewaltig abfälschen. Bing! Batterie war leer. Ja, nice. Na, habe ich das jetzt überhaupt erwischt? Nee, ne? Schauen wir mal. Nicht wirklich. Hä? Nö. Schade, dass ich jetzt auch da hinten nichts sehe. Wo ist jetzt alles weiß will, aber ich will mal zumindest mal einen erwischen. Wenn ich die Viecher natürlich sehe. Hä? Oh, die stehen halt voll im Wind, ne? Nee. Wurst. Aber jetzt sei nun Gutes. Einmal haben wir ja. Zweimal müssen wir noch. Schwarzwedeldinger. Komm bestimmt nochmal unterwegs hier irgendwo was anderes. Was wir treffen können. Ja. Und das war da ja, ne? Der Schwarzdinger. Jupp. Nö. Alter, verfolgst du den Schwarzwedel-Dinger? Blöckchen, Weißwedel.
Nice. So, wieder ein anderer. Da ist er doch. Nur der steht scheiße. Im wahrsten Sinne kann ich wieder ein zweites Popoloch verpassen. Na, komm schon. Hi. Ja, jetzt endlich. Mann, 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 Mann. Oh. Ja, das war Schädel. Geht doch. So. Muskelkiefer, Schädel, Gehirn. Nice. Na klar. So, was bist du da hier für eine Spur? Bär. Nee. Wer hätte es gedacht? Aber nice. Und theoretisch gesehen nur noch eine vom Schwarzwedel. Irgendein anderes Viech, was ich noch nicht hatte. Bär. Aha. Ach, guck mal an hier. Trinken, 5 Uhr bis 9 Uhr. Nö. Nö. Nee. Aber... dürften ja dann in dem Fall mehrere sein. Ja, nice. Mission abgeschlossen. Sehr schön. So, was kommt jetzt? Hope 2. Gut. Und das ist was? Erledige bei Nacht. Ein Schwarzwedler schon verwerte ihn. Jawohl. Gut, dass wir 10.22 Uhr haben. Erledige bei Nacht. Ein Weißwedler schon verwerte ihn. Echt? Hä? Alles so bei Nacht ist ja doof. Na, holen wir jetzt da vorne noch den Punkt hier. Und dann passt es ein. Ja, aber Level 8 hatte ich jetzt keine. Ne. Aber 22.000 in Kohle ist natürlich sehr nice. Hier kann es echt sehr gut geil. Aufgrund von den... oh, nice. Bären, ganz gut hier... Geld farmen. Das ist nur die Frage, wo der ist.
So, mal das auch. Guten Baum. Ah! Ja, mal gucken, wie viele Meter das hier sind. Wenn ich natürlich ihn treffe. Hä? Muss ja jetzt zur Stelle, ich glaube, was soll denn das? Fix. Ne, der ist jetzt weg, ne? Schauen wir einfach mal, ob es wirklich auf gut Glück geklappt hat. Ah, ich tippe mal sehr stark auf nein. Na komm. Danke. So. Ja, 2:40 Uhr, verdammte Axt, die wollte eigentlich um eine halbe aufhören, ja? Aber den einen schauen wir da jetzt mal noch, ob ich den getroffen habe oder nicht. Ja, da fängt auf jeden Fall die Spur an. Aber ja, irgendwo ganz da oben, wo ich den getroffen habe, wenn dann. Nee, dann wohl ja nicht. Blutspritzer Fleischwunde. Noch einer oder was? Okay, das Ding ist es dann. Das hier. Hä? Nee, nee, nee. Wie ich das hier dann wieder hasse, ne? Toll.
Und ich spur wieder instant auf hier. Das ist doch scheiße. Da. Ah, das ist die gleiche Area. Warnruf Schwarzbär. Hier waren doch wie gerade alles. Aber schon wieder ist hier ewig kein. Blutspritzer mehr. Ja. Alter, wie lief denn das Vieh? Hey, gut, wenn ich es heute mache, komme ich auch auf die 100 Fährten-Dinger. Ja, gut, was soll's. Machen wir das einfach mal hier einfach mal so weiter. Weil ja, der wurde aber eh nicht verbluten oder irgendwie sowas. Der läuft einfach nur jetzt weg. Außer alternativ, ich verliere die Spur. Oh, guck mal. Nehmen wir den. Auf. Ja, so ungefähr kann man das sagen, Thomas. So. Moment. Siegershalbe, bevor der mir entgegenrennt. Gut, wohl anscheinend nicht. So, das da drüben ist die Spur, da hinten liegt da. Sehr schön. Ja, 80,26 Kilo. Lungenflügel links. Passt. Gott, meint. Hatte ich jetzt die Markierung schon? Ja, hatte ich. Gott. Da hat doch gerade einer gemeckert, ja.
Da liegt auch eins. Dachte, das ist der Kojote. Scheiße, was nehme ich jetzt? Warte mal. Gut, der andere kommt ja gerade nicht auf mich zugelaufen, ne? Fuck. Sehe ich echt nicht mehr. Hä? Sind sie beide lost oder was? Okay, können wir mal machen. Alter, Scheiße, ist ja schnell. Wow. Fortschritt ist eigentlich ganz gut hier. Was ich da hier? 50% oder sowas? Oh, jetzt ist der da. Ja, okay. Du kannst ja schon noch vergessen. Ah, nix. Ja, ah ne, Quatsch, nee, weniger, 30% oder so. 29. Ja. Aber das Gute ist, mit der Zeit wird das immer schneller, ja? Weil du die ganzen Perks dann hast. Ne. Alle weggelatscht hier. Mist. Ja. Ja, das werde ich jetzt auch machen, weil hier ist ja alles weg, ne? Von dem her. Werde ich da wahrscheinlich auch groß nichts mehr hinkriegen hier. Also wir sehen nicht so auf die Schnelle. Und da hier morgen auch ein bisschen früher raus muss, bei dem passt es ganz gut. Ja, genau, den Kojote sehe ich eh wieder nicht. Der ist weg. Irgendwo hinter dem Berg da. Ja. Jo, naja, nee. Dann höre ich ja auch an dieser Stelle auf. Reicht ja eh schon wieder. Alter, weil da 5 Stunden wieder aufstehen. Ja, genau, egal. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall so heute hier fürs Zuschauen. Ja, und beim nächsten Mal machen wir hier einfach weiter. Oder je nachdem, welche Uhrzeit das hier ist. Weil so ein Stück läuft es ja weiter, auch wenn ich offline bin, anscheinend. Ne, läuft es eben nicht. Ne, der speichert das genau 1 zu 1 so. Ja, dann müssen wir mal gucken, was wir da machen, weil die Missionen hier sind ja nur in der Nacht, ne? Und wenn wir einfach hier die Zeit schnell investieren oder das Geld. Ja. Oder halt hier einfach nur 5 Stunden Farm gehen. Und dann diese Dammhirsche da hinten nochmal probieren auf der anderen Karte. Aber das sehen wir ja dann. Genau, für jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis Montag. Wünsche ich euch noch natürlich einen schönen Sonntag und genau, gut Sächle, haut rein und bis Montag. Genau.